Oder was geht? Habt ihr Lust auf Earthbound? Es gibt jetzt Earthbound auf der Switch. Earthbound müsst ihr wissen, das ist das Game, womit alles angefangen hat. 2009. Ich habe das Spiel einfach nur geliebt, wollte dann im Internet gucken, wie ich bei einem bestimmten Boss weiterkomme, weil ich den nicht verstanden habe und habe das Let's Play von Sugar Conroy entdeckt. Dadurch habe ich Let's Plays entdeckt, dadurch wiederum wurde ich selbst Let's Player und dadurch begann meine ganze YouTube-Karriere, ja. Dieses Tattoo, das ist mein Mother-Earthbound-Tattoo. Earthbound ist für mich das, also wirklich eines der prägendsten Games überhaupt. Earthbound ist übrigens das Spiel, also an diejenigen, die es nicht wissen, da kommt Ness hier. Ohne Earthbound oder generell die Mother-Serie hätte es Undertale nie gegeben. Omori hätte es ohne Earthbound nie gegeben. Also mit Earthbound hat sozusagen alles angefangen. Und jetzt werde ich euch Earthbound zeigen. Let's fucking go, Freunde. Ich bin hyped. Ich habe richtig Bock auf Earthbound. Let's go. Earthbound. Okay, da steht eigentlich noch The War Against Gygax, aber irgendwie habe ich das aus dem weggedrückt. So, wir können selber einen Namen nennen. Wenn man auf Don't Care drückt, dann kommt da Ness. Wir bleiben bei Ness. So, übrigens, Fun Fact, dieses Okdeska, was ihr hört, das ist ein Voice-Over von dem Spieleentwickler Shigesato Itoi. Also er hat selber Okdeska gesagt. Hört mal genau hin. Okdeska. Das war der Spieleentwickler. Und das ist Puh, einfach weil er gerne scheißt. Einfach weil er Bock hat, immer zu scheißen. Deswegen heißt das so. Das steht da auch in der Lore. Nein, Spaß. Und wir legen einfach mal los. Let's fucking go. Die erste Scheit heißt Onet. Dann kommt Tusen und dann kommt Threed. Also 1, 2, 3. Und das ist unsere Crip. Wir leben nämlich im tiefsten Ghetto. Ja, auch mal aufwachen, oder? Wir haben gerade mal 2 Uhr morgens, Digga. Da ist man noch wach, als wenn man YouTuber ist. Yo. Da ist ja was explodiert. Finden wir noch mal raus, was abgeht. Das ist unsere Schwester. Hey, Bro. Did the sound wake you up? Were you freaked out? Hattest du Angst? Hast du dir in die Hose gemacht? Hattest du so richtig Schiss? Also für diese Frechheit klauen wir jetzt einfach ihr Geschenk. There's a cracked bat inside. Ness takes it. Weißt du, es gehört nicht bei uns. Wir nehmen es einfach mit. Juckt uns nicht. Rede mit meiner Mom. Was war das für ein Geräusch? Und jetzt wirst du nachgucken? Draußen? Oh. Okay, das finde ich krass, ne? Ich meine, wir haben 2 Uhr morgens oder so. Draußen ist irgendetwas explodiert und die Mom sagt zu ihrem 14-jährigen Sohn einfach, ja, guck halt nach. Amerika. So, let's fucking go. Warte mal, was passiert, wenn ich nach links gehe? Ich weiß, ich muss eigentlich nach unten gehen. Aber ich habe die ganze Zeit... Oh, guck mal, da oben ist Pokey. Ach, gutes Timing, Ness. Kannst du vielleicht irgendwas wegen Pokey machen? Er macht mich wirklich verrückt. Ihr beide seid doch Freunde, oder? Ich sage jetzt einfach mal ja. Aber die Sache ist, Pokey habe ich früher so gesprochen. Ich habe meine Nase zugehalten. Hey, Ness. Du stehst dem Polizisten im Weg. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Hey, Ness. Junge, hier nicht rum. Der muss ja so klingen. Wie kannst du das so schnell übersetzen? Keine Ahnung. Ich sehe das. Verstehe, was es bedeutet. Und übersetze. Gehen wir ins Bett. Später in der Nacht. Ich höre das Klopfen auch nur auf der linken Seite. So, ey, Digga, ich will doch einfach nur schlafen, ne? Also, was ist denn das für eine Nacht? Wer könnte in dieser Nacht an der Tür klopfen? Würdest du rangehen? Wenn jemand so nachts an der Tür klopft, dann soll das kleine Kind aufmachen, oder was? Oh, es ist Pokey. Ich habe Pokey, meinen kleinen Bruder, mitgenommen, wo der Meteorit gelandet ist. Und die Polizei hat auf den Meteoriten Acht gegeben, da so ein bisschen aufgepasst. Plötzlich habe ich gemerkt, dass Pokey weg ist. Ich gebe den Cops die Schuld. Ich bin Pokey. Warum sollte es meine Schuld sein? Guck mich an. Pokey! Kannst du mir nicht helfen, Pokey wiederzufinden? Ja, Pokey ist so ein richtig kleiner Scheinheiliger, ne? Okay, da ist ein Streuner. Das ist unser erster Feind. Okay, ich würde sagen, wir bashen ihn erst einmal. Pokey macht auf unschuldig. Wieso verfehlen wir die ganze Zeit? Pokey entschuldigt sich bei dem Hund. Also Pokey ist einfach nur da, um annoying zu sein. Aber wir haben den Hund besiegt. Ah, guck mal, da oben ist doch Pokey. Was geht da? Pokey! Och, du hast mich aufgeweckt. Also Pokey hat Angst bekommen und ist weggerannt. Oh mein Gott. Also manchmal frage ich mich, wer hier der große Bruder ist. Yo, da ist einfach eine Biene aus dem Meteoriten gekommen. Falls ihr euch immer gefragt habt, wo Bienen herkommen. Eine Biene bin ich nicht. Ich komme 10 Jahre aus der Zukunft. Gygax, der universale kosmische Zerstörer, hat seinen gesamten Horror auf die Welt geleitet. Wenn der auserwählte Junge den Punkt erreicht, den er erreichen muss, dann wird er das Licht finden. Ness ist sozusagen der Auserwählte, beziehungsweise Buzz-Buzz, also die Biene, der glaubt, dass Ness der Auserwählte ist. Buzz-Buzz now joins you. Macht mich irgendwie so ein bisschen anxious, dass so eine Biene die ganze Zeit um uns herum schwirrt. Es ist ruhig. Zu ruhig. Oh, shit. Wer hätte gedacht, dass das jetzt passiert? Es ist lange her, Buzz-Buzz. You have been successful at foiling Master Gygax's plans. Also das ist jetzt einer von 80 Millionen Gygax's Gefolgsleuten, könnte man sagen. Wir haben jetzt diesen Megakampf mit diesem eigentlich sehr harten Gegner, den wir auf keinen Fall besiegen können. Und die Musik ist catchy. Pokey lächelt und wir machen 2 Schaden. Also ist quasi gar nichts. Buzz-Buzz macht 70 HP. Also Buzz-Buzz ist richtig strong. Also im Gegensatz zu Buzz-Buzz, dieser Biene, können wir gar nichts. Wir sind fast so nutzlos wie Pokey gerade. So. 110 HP von Buzz-Buzz. Und wir haben gewonnen. Also wenn Buzz-Buzz nicht wäre, wir wären so im Arsch. So, aber erst einmal
bringen wir Pokey und Picky nach Hause. Guck mal, das sind die Eltern und die Mom sieht halt einfach aus wie ein Clown. Guckt sie euch an. Das ist ja einfach nur ein Clown. Es tut mir wirklich leid. Ach, ihr beide bekommt es jetzt mit mir zu tun. Guck mal, das ist voll krass. Die gehen jetzt hoch. Jetzt hört hin. Der Dad hat die gesmackt. In der japanischen Version ist der Sound viel brutaler. Da klingt das wirklich so. Also als hätte er die richtig geboxt. Deswegen ist Pokey so geworden. Eine Biene. Oh mein Gott, ich werde dich... Smack. Guck mal, wir haben gerade gegen einen Starman gekämpft. Das war gar kein Problem. Aber diese Frau kann Bass mal ebenso smacken. Ich war viel schwächer, als ich dachte. Tja, damit beginnt wohl dein Abenteuer. Du musst deine Kraft mit jeder Erde verbinden, um Geiger zu besiegen. Nein! Bass! Top 10. Enemy Sad Deaths. Es gibt mehrere Heiligtümer und wir haben einen Melodiestein. Und wenn wir den Melodiestein bei diesen Heiligtümern verwenden, dann gibt uns die Erde Kraft. Und diese Kraft müssen wir nutzen, um Geigers schlussendlich zu besiegen. Deswegen suchen wir jetzt das erste Heiligtum. Jetzt können wir nach Onet. Guck mal, das ist doch Donkey Kong, oder? Das sieht aus wie Donkey Kong. Das ist Donkey Kong, 1000%. Okay, ich bin Frank und du bist... Okay, unser erster Bossfight. Als 14-jähriges Kind kämpfen gegen einen erwachsenen Mann mit zwei Knives. Soll ich ihn hypnotisieren? Ich probier's mal. Alter, der macht 22 Schaden. What the fuck? Okay, er schläft. Direkt eine Smash-Attacke. Oh, gut. Der Kampf ist aber noch nicht vorbei. Wir müssen noch gegen seine Maschine kämpfen. Und das ist Frankenstein Mark II. Sollen wir uns nochmal heilen? Nee, ist doch nicht nötig. 25, okay. Wir sollten uns auf jeden Fall heilen. Komm, bitte. Stirb. Nein, er ist immer noch am Leben. Oh mein Gott, ich habe gerade so überlebt. Wir haben es geschafft. Also, wir erfahren jetzt so ein bisschen mit dem Giant Step. Da müssen wir hin mit unserem Melodiestein. Er hat mit dem Bürgermeister gesprochen und hat gesagt so, yo, gib ihm mal den Key. Also, wie gesagt, wir haben den Schlüssel und ich glaube, den können wir hier nutzen. Und wir geben uns zur Höhle. Hier sind relativ starke Gegner, vor allem die Mäuse. Aber ich habe noch einen Hamburger und ich habe meine PSI-Kräfte. Was geht? This is the first, my sanctuary location. Und jetzt hört die Musik an. Er benutzt irgendein Schild. Achso, das ist wahrscheinlich ein PSI-Schild, deswegen muss ich ihn normal angreifen. Komm, letzte Attacke. Ja, ich habe es gefühlt. Wir haben ihn besiegt und wir haben die erste Melodie von unserem Soundstone. Das ist die erste. Und irgendwann, wenn wir alle Artefakte haben, ergibt das eine gesamte Melodie. Und die Melodie kennt ihr schon, wenn ihr Smash gespielt habt. Also es geht mit dem Victory Song von Ness weiter in Smash. Yo, Police. The board says do not enter. Get your butt on that police station later. Was, wenn ich einfach nicht zur Polizei gehe, um mich selber anzuzeigen? Aber leider müssen wir dahin. Also jetzt passiert etwas, wo man sich denkt, that's illegal. Möchtest du nach Tucson? Tucson ist die nächste Stadt. Okay, folge mir. Okay, jetzt wird's krass. Zeig mir, was du kannst. Guck mal, die Sache ist, ich werde jetzt umrundet von Polizeiofficern und die wollen mich verprügeln, weil die meine Stärke testen oder so. Let's go. Der Kopf ist schon mal dead. I want you to open the road to Tucson for him. Good luck. Ich würde aber sagen, wir beenden das Ganze hier. Am Anfang, wie gesagt, passiert noch nicht so viel. Also es wird noch sehr, sehr viel passieren. Das Spiel wird noch richtig krass. Es wird auch sehr schwer noch. Hat Bock gemacht auf jeden Fall. Bis dann. Haut rein. Ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.